Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Wir haben im letzten Part Bandalem endlich platt gemacht. Meine Güte, diesmal ein bisschen taktischer, hat super funktioniert. Und ja, was machen wir als nächstes? Wir haben sogar ein bisschen Kohle. Was machen wir als nächstes? Wo möchte ich hin? Hier erstmal auf die Weltkarte. Wegkreuzung. In allen Geschichten begleitest du zwei der Reisenden auf einem gemeinsamen Weg. Damit ihr Wege sich kreuzen können, müssen beide Charaktere in einer Gruppe sein. Okay. So. Das hier scheint wichtig zu sein, weil ich weiß nicht, was eine Nase fürs Geschäft sein soll, aber die anderen haben hier Kapitel 2. Oh, Level 24. Nee, Kassi, du noch nicht. Oh shit, was willst du haben? Stufe 37, nein. Wie ist mit dir? Das könnten wir machen. Sind wir aktuell hier, ne? Dann müssen wir runter und dann können wir hier hin. Ich auch immer noch da nach rechts kommen, egal. Was haben wir noch so? Links vielleicht? Stufe 29? Hä? Warte mal, hier Stufe Kapitel 2. Ist auch Kapitel 2. Aber viel höhere Stufe. Hä? Das mit dem Kapitel verstehe ich jetzt nicht. Wenn da hinten stehen würde Kapitel 3, okay, aber. Okay, das hier. Das hier wäre eins von den beiden. Kreuzung. Steht irgendwas bei? Empfohlen Stufe 8. Da könnten wir hin. Porten wir doch mal. Wir haben sie aber nicht im Team. Oh, Moment, warte. Ah, doch, Hikari ist dabei. Patizio könnten wir zur Not auslassen oder Chat, ist egal. Ah, du da. Nee, ich will eigentlich durchtauschen. Rüstung, Rüstung. Hä? Kann ich hier nirgendwo schlafen? Doch, hier. Hallo? So, Truppe wechseln. Das heißt, Aknea muss mal rein. Machete ist Stufe 19. Ikari brauchen wir. Dich darf ich nicht. Ach nee, Machete ist auch noch oben, ne? Darf ich? Doch, darf ich. Okay. Dann nehmen wir sie erstmal raus und Patricia bleibt mal kurz drinne. So, wie starte ich jetzt diese doppelten Dinger? Muss ich hier hin? Wo muss ich dafür hin? Okay, nach da darf ich nicht runter. Muss ich mit irgendwem reden, um das zu starten? Ah, Geschichte lauschen. Vielleicht ist es genau. Ah, hier, genau. Akne und Hikari. Ja, machen wir das einfach mal. Während einer ruhigen Nacht in Rio vernehmen Akne und Hikari die Klänge eines wunderschönen Instruments. Machen wir das einfach mal. Das ist eine coole Änderung. Das gab es im ersten Teil noch nicht. Listen to it all day. That's a lute, an instrument well loved in Ku. That song was beautiful. It's been too long since I've heard the melodies of a lute in the air. Far and wide, people speak of me in awe. Today, tomorrow, and the day after that.
They call me Yomi of a thousand tones. Wow, what a name. I've traveled to every corner of this world, taking in my fill of its music along the way. I have a song for every occasion, every place, every person. You've piqued my interest. Let's have one then. Gladly. Provided you have the coin. My thousand tones were mastered at great effort, after all. You have money, right, Hikari? Scheinbar nicht. Ich spiele euch gerne etwas vor, aber alles in dieser Welt hat seinen Preis. So, eine Lautenspielerin, die beim Wüstenvolk als Meisterin der tausend Töne große Beliebtheit genießt. Sie kennt zahllose Lieder und wird für ihre bewegenden auf die Bühne und das Publikum zugeschnittenen Auftritte bewundert. So. Is this enough, Lady Yomi? So schönes Geld, wir sind so arm. Of course. This shall buy you a song. One that will fit you as well as your finest kimono. However... I require time to make ready. Return to me tomorrow eve, and you shall have what you paid for. Ah, behind every great show is hours of preparation. Just so. Now gird your hearts, for tomorrow they shall be moved as they never have been before. Jetzt haut die mit unserem Geld ab. Bis zur nächsten Nacht warten. Zack. Und zack. So, hi. Welcome, welcome! My audience of two has arrived! Now, listen well and be carried away by my thousand tones. Something seems different about her, doesn't it? Yes. It appears she's already spent our payment on those fine clothes. Alas, I must apologize, for I cannot carry you away just yet. I've come into a spot of trouble, you see. You have? Look here. The string of my lute has frayed. Without replacements, I fear... That our song will have to wait? Indeed. It is tantamount to asking a soldier to charge into battle with a broken sword. Oh, we wouldn't want that happening. If I recall, lute strings are made from the hair of a horse's tail, yes? Indeed. There is but one man nearby with the means to help. But he is not one to offer his aid lightly. He'll have no truck with a wanderer such as I. He scarcely acknowledges my existence. Reminds me of Papa. Then maybe you can help him see reason. Can I count on you? You don't need to ask. I'll see what I can do. Okay. Komm, jetzt pleite gehen. Oder? Rosshaar. Nehmen wir. Du brauchst Rosshaar? Also gut. Ausnahmsweise will ich dir welches geben. Ey, wir haben's. Das war einfach.
work, Yami? Oh, I believe it will. This is finer than I could have imagined. I see you too can move the hearts of others. Das arme Pferd. You might be right about that. With this, I can craft a string worthy of my skill. However, I fear the moment is not ripe for such a performance. Die hält uns aber hin. Pray come again tomorrow, and I promise that my melody shall lift you to the heavens. Somehow I'm not surprised. The wait will make the music sound all the sweeter. Be patient, Hikari. If you insist. You're... Okay, gut. Warten wir wieder. So, wo ist sie jetzt? Abgehauen? Ach, ist sie jetzt da oben? Ah, okay. Hi. We were looking for you. Do you ever stay in the same spot? My sincerest apologies for the trouble. However, I had no choice but to go where I could best drink in the beauty of tonight's moon. Es wäre jetzt perfekt, das Liedchen zu spielen, oder nicht? You're right. It's enchanting. I wanted its dulcet rays to alight upon my lute as I played your song. Tonight, I perform upon a stage like no other, with string and garb equal to the occasion. All thanks to you, my most honored audience of two. I hope this is worth the trouble. It will be, I assure you. Now. Wenn die Nacht sich senkt. Und dein Blick am Spiegel hängt. Ist das ein Rätsel? Der Spiegel ist wahrscheinlich Wasser gemeint und wenn die Sonne sich senkt, dann Richtung Abend einfach nur. Das reine Herz den Weg erhält. Bis ans Ende dieser Welt. I've never heard such a song before. I was moved, but somehow I feel so sad. By the light of the heart, a favorite of mine. The clothes, the strings, the moon, they must be just so.
is the only way to perform this song correctly. Nyomi, why did you choose this song to play for us? I've heard it before. I had a friend who would often play the lute for me. She always struck warm tones to match the warmth in her heart. Her name was Tsuki. Was? But you played the song much differently than she did. You painted it with melancholy. Well then, our business is concluded. I shall take my leave. So endet Agnea und Hikaris Geschichte oder so, keine Ahnung. Das war's schon? Das war aber kurz. Na, das ist auch nur eine kleine Dreingabe, ne? So, was machen wir als nächstes? Hier auch wieder eine Nase fürs Geschäft. Der hat das überall. Gefühlt zumindest. Das ist noch zu hoch. Stufe 29 ist auch zu hoch. Temenos, Stufe 14, das können wir da angehen. Dann vielleicht hier hin? Wobei ich nicht weiß, welches Level Oswald hat. Also, ich bin dafür, wir machen jetzt das mit Temenos endlich mal weiter. Weil das hatten wir schon mal kurz angefangen. Und dann doch irgendwie abgebrochen. Erstmal, weil die Level nicht gepasst hatten, und zweitens, weil wir erstmal, oh shit, befreien wollten. Wo ist denn... Hier vielleicht, ne? Du da. Nein. Nein. Wo kann ich die Geschichte fortführen? Nee, das ist weiter rechts. Ah, da oben. Warte mal, haben wir mit dir schon mal... Doch, mit dir haben wir schon mal geredet. Wo bleibt ihr nur? Ich warte schon die ganze Nacht lang. Ich bin ja auf jeden Fall richtig. Ist ihm vielleicht was passiert? Kriegen wir irgendwie Infos raus? Hm. 100. 100 habe ich über. I have a request. In einer einen Grachbrack geborener junger Mann, der in den Wäldern arbeitet, aber momentan wegen persönlicher Dinge seine Heimatstadt besucht. Seine Eltern starben früh und sein Bruder ist der einzig lebende Verwandte, mit dem er in Kontakt steht. Also müssen wir seinen Bruder drauf finden? Den Grachbrack oder wie? Ich weiß es nicht. Aber. Gruppe wechseln. Temenos ist Level 16. Ich glaube, da nehme ich Patizio raus. Ne, Hikari ist zu hoch. Machst du mal so. Oswald. Srone. Dann nehmen wir sie auch nochmal mit. Können auch ein bisschen leveln. Das andere ist für Level 14 ausgelegt, also es könnte passen. So, dann müssen wir Oswald nur noch mal irgendwann austauschen. Wobei, ich nehme den gleich mit. Sind die alle jetzt ungefähr auf dem Level? Da passt das schon. Temenos, wir können jetzt Geschichte lauschen. Um den Mord an Pontifex Jörg aufzuklären, hat sich Temenos nach Grachtbrack begeben, der Stadt des Wassers. Dort sucht er den Theologen Lucian, von dem er sich Hinweise zur Lösung des Falls verspricht. Dann starten wir mal. So. Hi. Ein Eingang zum Wirtshaus steht so ein Jungspund und wartet den lieben langen Tag lang.
Er geht erst, wenn die Sonne untergeht, kommt dann aber gleich wieder und wartet weiter. So, Cutscene. This area has been sealed off. Oh, come on, just give us one look. Stand back. The Sacred Guard is investigating this incident. Well, this is anything but calm and orderly. The only way to close a case is to begin investigating. I'd better ask around and find out what happened. Ich denke, wir könnten den Part auch einfach beenden. Gehen wir beim nächsten Mal hier den Fall. Lösen. Gucken mal, ob wir irgendwie was Tolles dabei finden. Ich fand den kleinen Dreingabe echt schön, weil, ich denke mal, da werden noch ein paar kommen. Und das gab es im ersten eigentlich gar nicht. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. So, dann beenden wir aber erstmal hier und bis zum nächsten Mal. Ciao.